Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Core in Exiles, Age of Heroes. Wir sind im Zeitalter der Helden, Kapitel 1. Und es gibt gute Neuigkeiten. Hoffen wir mal, dass sie gut sind. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, ob es alles gut wird jetzt. Heute ist ein Hotfix rausgekommen, der die wichtigsten Probleme fixen soll. Ich bin da sehr vorsichtig, optimistisch, aber ich bin optimistisch. Ich beobachte das Ganze bei mir hier auf meinem ungemoddeten Surfer. Ganz wichtig, für mich einfach, damit ich ganz sicher bin, dass wenn es jetzt irgendwelche negativen Sachen gibt, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dass sie nichts mit Mods zu tun haben. Ich habe als allererstes natürlich vor dem Aktivieren, also gehen wir hier mal ganz kurz in die Einstellung rein. Ich habe jetzt hier wieder die lebendige Siedlung aktiviert. Und was ich natürlich gemacht habe, bevor ich das gemacht habe, habe ich einfach mal geguckt und gesagt, okay, ich habe momentan 40 Getreue. Und dann beobachte ich jetzt einfach mal, ob das auch 40 bleiben. Und ob ich eventuell beobachten kann, ob die wieder irgendwo hinbeamen, verschwinden, was auch immer. Das heißt, das ist mal die Ausgangssituation. Wir können uns mal ganz kurz die Patch Notes anschauen. Wir haben jetzt hier also, ihr seht relativ frisch, vor einer Stunde kamen die Patch Notes raus. Der Patch ist schon vor 2 oder 2,5 Stunden rausgekommen, ohne dass ein entsprechender Hinweis war. Die Surfer bei mir sind ja so eingestellt, wenn ein offizieller Patch vom Spiel kommt, dann patchen die automatisch und booten durch. Das ist nicht der Fall, wenn es sich um Patches handelt, die mit Mods zusammenhängen. Und da wusste ich dann, okay, also mal unabhängig davon, dass man auch erkennt, ob es ein Mod-Patch ist oder ob es ein offizieller Patch ist, hat man da eben auch gesehen, okay, da ist was Offizielles, aber es war noch nichts verlautet. Jetzt vor einer Stunde kam es hier raus. Und wir sehen hier Fix for Thralls being teleported to coordinates. Bla bla bla. Also sie sagen, sie haben es gefixt, dass die Thralls sich an diese 0.0.0 Koordinate beamen, beziehungsweise irgendwo da dann außerhalb der Map runterfallen und irgendwann sterben. Ich muss jetzt ganz kurz was gucken. So. Also, das haben sie gefixt, sagen sie. Da gucken wir. Das sehen wir relativ. Ja, nee, eigentlich nicht relativ schnell. Ich werde ein bisschen rumspielen. Ich werde ein paar Sachen testen und gucken, bevor ich das auf den anderen Servern auch aktiv schalte. Wieder die lebende Siedlung werde ich hier mir natürlich auf jeden Fall die Sicherheit holen, dass alles in Ordnung ist. Dann sagen sie Fix for Returning All Previous Barkeepers. Also, sie sagen, sie haben den Fix, der auch die vorherigen Barkeeper zurückbringt. Da bin ich mal gespannt, weil ich hatte ja bei mir zumindest den Fix, dass ich vor dem ersten Start dafür gesorgt habe, dass der fehlerhafte Eintrag in der Datenbank korrigiert wurde, der dafür gesorgt hat, dass diese Barkeeper verschwunden sind. Bei mir war es ja auf den Surfern so, dass das nicht der Fall war. Mal gucken dann, ob ich jetzt einen zweiten Barkeeper übrig habe oder wie sich das auswirkt. Ich vermute mal, dass sie das Fix so gebaut haben, dass der so oder so, sag ich mal, das Spiel nicht beeinträchtigt für die, die selber schon einen Fix benutzt haben, weil der Fix ist ja vom Andy auch offiziell empfohlen worden für die, die es sich zutrauen, die Datenbank zu manipulieren. Dann war das ja ein Hinweis vom Andy, der gesagt hat, hier gibt es eine Lösung für die Barkeeper. Dann haben wir diesen komischen Helm, den wir über die Freya-Questline als Belohnung bekommen. Der war unsichtbar. Das heißt, man hat ihn zwar gesehen in der, also rein optisch in der Darstellung, wenn wir ihn hergestellt haben, aber er ist nachher unsichtbar gewesen, wenn man anzieht. Und dann haben sie gefixt, das können wir nachher mal gucken. Und dann haben wir einen Fix, dass Thralls
Snap randomly given negative status effect. Also die haben zufällig negative Statuseffekte erhalten. Sie sind faktisch vergiftet worden. Das hat wirklich bei einigen dazu geführt, dass die Thralls durch das Gift, dass sie diesen negativen Statuseffekt, den sie erhalten haben, eben diesen Vergiftungseffekt, dann wirklich gestorben sind, was natürlich super dämlich war. Das habe ich noch nicht ganz, hatte ich zumindest nicht. Es ging hier zwischen zwei Singleplayer-Sessions, war Enable und Disable, Setting where Placeables, Safings. Safe in between the. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Fix for Enabling, Disabling Living Settlement, also ein Fix, der ums Enablen und Disablen von diesem lebenden Siedlung geht. Diese Einstellung per Placeable Safing. Between Singleplayer Sessions. Entweder hat es da scheinbar nicht sauber funktioniert, dass man da umgeschaltet hat. So könnte man es verstehen. Ansonsten kann ich hier mit diesem Teil per Placeable Safing. Between Singleplayer Sessions. Keine Ahnung. Aber das haben sie auf jeden Fall auch gefixt. Und ja, schön wäre es. Fixed for stationary player characters and NPC falling through collisions. Das heißt, sie sagen, sie haben das Problem gelöst, bei dem Spielercharaktere, die irgendwo rumstehen und auch NPCs durch die Kollision fallen, also sprich eigentlich in die Fundamente versinken. Kann ich schon mal sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ich muss abwarten. Ich zeige euch nachher, was ich meine. Und dann haben sie wieder irgendwelche Locations gefixt, die Instant Kill verursacht haben an bestimmten Stellen, wo man versucht hat, eben dieses Undermeshing zu verhindern. Und das hat dazu geführt, wohl, dass man an bestimmten Stellen, wenn man da drüber gelaufen ist oder wie auch immer, dass man da dann sozusagen instant gekillt worden ist. Okay, gucken wir mal kurz ins Gameplay zurück. Wie gesagt, ich zeig euch, was ich meine mit dem. No, komm, beruhig dich. Mit dem Einsinken. Hier, ihr seht's. Also zumindest mein Schieferrücken. Ich platziere ihn jetzt einfach mal. Und ich werde nachher mal meinen Surfer neu starten und gucken, ob dann das Problem behoben ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht behoben wurde, aber zumindest ist es, wenn es behoben wurde, nicht so behoben worden, dass es bereits eingesunkene sozusagen repariert. Was mich wundert, weil das Problem haben wir ja schon länger gehabt und ich hatte auch auf meinen anderen Surfern immer wieder mal das Thema, wenn ich das Surfer neu gestartet habe und mich das allererste Mal danach angemeldet habe, dann waren alle immer wieder auf der Oberfläche, also sprich, die sind nicht eingesunken, aber ja, warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. So, was wir auf jeden Fall haben, wir haben jetzt ein Living Settlement hier. Wir hatten ja hier, wir sehen es hier, ich habe hier einen Leibeigenen zugewiesen. Der ist jetzt eben hier momentan nicht vor Ort. Da oben sitzen welche und essen. Und ich gucke mal hier hoch, da habe ich ja schon Räumlichkeiten eingerichtet, da sitzen welche. Ich bin gespannt, inwieweit hier wirklich eine lebende Siedlung entsteht. Der ein oder andere, der meine Beta-Test-Folgen angeschaut hat, hat dann gesehen, dass zum Schluss eigentlich gar keine Bewegung mehr in dieser lebenden Siedlung war. Die irgendwo auf den Stuhl sich hingesetzt hatten, sind dort sitzen geblieben, die in dem Bett lagen, sind liegen geblieben, etc. Das heißt, es gab überhaupt keine Interaktion mehr. Und die, die ich dann manuell einem Arbeitsplatz zugewiesen habe, die sind dann auch dort fix stehen geblieben. Also das heißt, da war zumindest in der Public Beta hatten wir das Problem, dass irgendwann dieser sagen wir, dieser Zyklus, den da diese NPCs durchlaufen, also sie laufen rum, sie holen sich was zu essen, sie setzen sich hin, sie legen sich schlafen, sie gehen an die Arbeit. Irgendwann ist der unterbrochen worden und die sind genau dort geblieben, wo sie waren. Mal schauen, ob das sich jetzt ändert. Und was natürlich auch schön wäre, was auch schon bemängelt wurde bei denen, die es haben weiterlaufen lassen, war, dass
das, was die NPCs tun, nicht wirklich einem Tagesablauf folgt. Das heißt, eigentlich wäre die Erwartungshaltung, dass sie nachts vorrangig sich zum Schlafen legen, morgens, mittags und von mir aus auch gegen Abend dann eher sich irgendwo hinsetzen, in die Taverne gehen, was essen und dazwischen eben wirklich an den Werkbänken sitzen und etwas arbeiten. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich werde auf jeden Fall, ich habe ja hier schon was vorbereitet, ich hatte ja dann gestoppt, hier Licht anmachen. Ich will hier auf jeden Fall auch noch mindestens 4 Betten reinstellen, weil im Moment ist es so, dass ich nicht ausreichend Betten zur Verfügung habe, um alle Handwerker hier irgendwo einen Schlafplatz oder einen Sitzplatz auch zur Verfügung zu stellen. Da oben sehen wir noch einen, das ist auch schön, wenn man solche Feuerschalen aufstellt. Es ist nett, dass die sich da hinstellen und sozusagen wärmen. Ist ein netter Effekt. Das heißt, man hat nicht nur hell, sondern das ist auch eine Interaktion mit den NPCs. Da kommt der nächste oder die nächste. Ich bin wirklich super gespannt, wie es sich entwickelt. Es wäre schön. Ich habe jetzt auch hier meinen leibeigenen Topf, hier diesen Futtertrog für die leibeigenen, ein bisschen besser postiert. Kleinen Moment mal. Ich hatte den ja, obwohl man es nicht sieht bei diesen Töpfen, die haben auch eine Vorderseite. Ich hatte die hier beide relativ nah an die Wand, was dazu geführt hat, dass mir meine Leibeigenen hier durch die Wand geklitscht sind, weil sie sich von der Seite an den Topf stellen wollten. Ich bin mal jetzt gespannt. Ich werde das Ganze beobachten, ob die sich drumherum postieren, ob der sozusagen wirklich 4 Seiten hat und ich nur das Pech hatte, dass wenn sie sich auf diese Seite stellen, oder ob das wirklich ja, besser freistehend ist. Das war mal soweit. Ich würde jetzt mal kurz pausieren. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Betten und Stühle aufstellen und werde dann sukzessive noch ein paar von den Handwerkern platzieren. Ich glaube, ich habe noch einen Alchemisten zum Platzieren. Hier habe ich schon 2, ja. Der hat dann entsprechend auch einen. Jawohl. Okay. Dann würde ich jetzt mal kurz Pause machen. Ich baue mal noch ein paar Betten und Tische und Stühle. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie sich das Ganze dann vielleicht, wenn es wieder etwas heller ist, wie sich meine lebende Siedlung so gestaltet. Und wie gesagt, ich werde auch noch ein paar Handwerker aufstellen. In diesem Sinne, bis gleich. So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen hergestellt, um hier mehr Interaktionsoptionen bereitzustellen und wir gucken mal, ob die auch angenommen werden. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen sollte es jetzt funktionieren, dass wir uns erstmal die Betten aufstellen. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ne, das hier will ich. Okay. So. So. Und. So, müssen wir noch ein Licht hier hin machen. So, dann haben wir einen Stuhl und Tische. Dann müssen wir den Tisch eher so in die Ecke rein. Und jetzt können wir die Stühle platzieren. Das sollte ja eigentlich dazu führen, dass sich hier dann irgendwelche... Ich will es nicht zu eng machen, aber jetzt können wir auf jeden Fall hier noch kurz eine Lampe platzieren. Oh, das ist doof. Ne, dann machen wir eine andere Lampe. Nehmen wir die hier. Machen wir hier schön hell. Dann habe ich nochmal so einen Bracer, so eine Standdingenskirchen. Wo habe ich denn die jetzt hier? Die sehe ich jetzt gerade gar nicht, weil ich nach Typ sortiert habe wieder. Okay, das haben sie noch nicht gefixt. Ah doch, da ist sie. Okay, Entschuldigung, mein Fehler. So, da können wir mal gucken, wo wir das Ding hier platzieren. Ob das auch eine in der... hier haben wir eigentlich schon... Ah, hier muss ich noch was... Mac.
Nee, das will ich nicht. Da will ich nicht, dass die Leute hinlaufen, weil sonst locken sie das Krokodil. Da habe ich schon eine Lampe. Lass mich mal ganz. Ah, ich weiß wo, ich weiß wo. Wir gehen jetzt mal kurz hier hoch. Und da ist echt was los hier. Das ist jetzt auch so eine Merkwürdigkeit. Ihr seht es jetzt hier. Das ist eigentlich einer, der da unten stehen sollte. Das ist ein. Und das ist der Zauberer. Das heißt, die beiden sollten sich eigentlich setzen. Und mir ist es vorher schon aufgefallen, dass die hier stehen. Und die bleiben auch stehen. Mal gucken, ob die dann mal wieder weglaufen. Mal gucken, was ist das hier? Ein Schmied. Das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Entweder ist es die Art von Sitzplatz, die da dazu führt, wobei die natürlich jetzt hier ganz klar funktioniert, weil die Tavernengäste platzieren sich. Das heißt, man könnte jetzt versuchen, den einfach woanders hinzustellen oder zu setzen. Das geht. Und den hier. Ah, seht ihr, die ist jetzt wieder aufgestanden. Dann stellen wir den mal dahin. Und dich stellen wir dahin. Mal gucken, ob sich das Ganze nachher irgendwann ein. Ob das dann funktioniert, ob die sich einkriegen. So, da haben wir. Das sind alles normale Gäste, ja. Das heißt, die Taverne wird jetzt momentan wirklich nur von Tavernenbesuchern. Die hier, die hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, wo ich sie platziert hatte. Auf jeden Fall ist sie hier in diesem Aggro-Modus, wie ihr seht. Die können wir jetzt vielleicht auch mal platt. Oh, haha. Okay, was macht sie jetzt? Sie schleicht durch die Gegend. Geht jetzt hier hin. Es ist mir noch nicht ganz klar, was sie hier will. Beobachten wir mal. Also im Moment ist mal zumindest, die Leute gehen wieder an die Arbeit. Das ist auch schön. Sie sollten eigentlich irgendwann mal, das ist mein Koch. Jawohl. Der könnte eventuell wieder zur Arbeit gehen. Der Schmied hat sich ein Plätzchen gesucht. Hier der Schmelzer geht jetzt wahrscheinlich in die Taverne. Das, mal gucken, der müsste jetzt auch die Türe aufmachen. Außer er setzt sich außen auf die Bank. Er setzt sich auf die Bank. Okay. Okay. Das sieht aber an sich jetzt mal so schlecht nicht aus. Ja. Ich habe noch keine neuen hinzugestellt. Also ich habe noch welche eingetütet. Ich könnte jetzt hier oben mal. Ich habe hier noch irgendwo einen Alchemisten, meine ich, den ich noch nicht ins Spiel gebracht habe. Da ist er. Und den können wir jetzt mal, müssen wir zuerst aufstellen. Dann können wir ihn platzieren. Und dann beginnt er irgendwann sein Eigenleben. So wie, genau. Okay. Das heißt, jetzt müssten wir hier unter Getreue 41 haben. Das sieht aber ganz gut aus. Schade, dass wir keinen Koch gerade haben. Wobei jetzt der Herd und andere, auch das kleine Feuer, das hier könnte ein Problem werden, weil der Interaktionspunkt ist wohl hier. Das kann sein, dass ich da was umstellen muss. Da muss man auch mal beobachten. Ah, mein Alchemist ist zurückgekehrt. Im Moment sieht es nicht schlecht aus. Wir gucken mal hier oben. Hier, das ist übrigens mein Bett. Das funktioniert jetzt. Das habe ich dadurch, dass die lebende Siedlung wieder aktiv ist, habe ich ja gesagt, hier, das ist mein Bett. Das soll von niemand anderem benutzt werden. Das könnte ich jetzt wieder aktivieren, will ich aber nicht. Und hier haben wir ein Bett. Da sehen wir, hier könnte man es deaktivieren, will ich auch nicht. Und das hier sollte mein Stuhl bleiben, bitte. So, jetzt gucken wir mal. Aber so alles in allem scheint es zu funktionieren. Ich werde jetzt hier einfach mal eine ganze Weile online bleiben. Ah, jetzt seht ihr es. Hier sehen wir es jetzt. Also die sind zumindest auf der Seite. Und auf der Seite. Also ich vermute mal ganz stark, dass dieser leibeigenen Topf sozusagen von allen Seiten zugänglich sein muss. Sonst würden, wie bei mir das eben war, dann porten die sonst hinter die Wand, wenn ich ihn zu nah an die Wand stelle. Aber ist okay. Passt.
Ist in Ordnung. Gucken wir nochmal hier rein. Da sind sie auch am Arbeiten. Auch ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin super gespannt, ob sie das jetzt, sage ich mal, von der Gewichtung auch ein bisschen im Griff haben, dass die Handwerker vorrangig tagsüber wirklich an ihren Arbeitsstationen stehen. Was zumindest im Moment so aussieht, warum die hier, die Mithra-Erzpriesterin, die hat wahrscheinlich das Problem, dass sie keinen Tempel hat. Eventuell werde ich da einfach heute mal noch einen Tempel hier hinstellen und gucken, ob sie dann auch anfängt, sich normal zu verhalten. Hoffen wir, drücken wir die Daumen, dass es klappt. Ich würde jetzt noch eins machen. Ich würde jetzt mal ganz kurz hier pausieren. Ich boot den Server nochmal neu, um zu gucken, ob wir. Wir hatten ja nur zwei, die wirklich eingesunken waren. Ne, wir hatten nochmal einen da oben. Den muss ich auch nochmal richtig hinstellen. Der ist mit. Ja, genau. Also. So. Und ich bin der Meinung, dass sie die Distanz zwischen zwei Thralls, wo man sie platzieren kann, verringert haben. Schaut euch das mal an. Ich konnte jetzt hier also wirklich ohne Probleme hier zwei Kämpfer relativ nah beieinander platzieren. Ich weiß nicht, ob das. Ich meine, es war schon beim Update so. Aber das sieht ganz gut aus. Die war übrigens auch versunken gewesen. Die war jetzt wieder oben. Ich würde sagen, wir booten mal den Server neu und gucken, wie es dann aussieht. Okay, schauen wir mal. Also, die sind alle noch oben. Ich habe jetzt hier gerade einen Hochschleichen. Was ich auch merkwürdig finde. Okay, hat sich hingelegt. Ist in Ordnung. Verziertes Einzelbett. Manchmal schleichen die so wie hier jetzt, als wenn sie kämpfen würden. Also in diesem Kampfstance. Naja, egal. Das sieht gut aus. Gucken wir mal hier runter. Das ist immer noch oben. Und hier sind sie wieder eingesunken. Also, okay. Also, dass der Fix mit dem Einsinken ist, sagen wir mal so, nicht durchgängig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber zumindest, wir gucken nochmal hier in meine Liste rein. 41, das sieht gut aus. Im Moment würde ich sagen, wenn sich das bei mir in diesem Spiel jetzt hier nicht ändert, werde ich morgen auf meinen anderen Servern ebenfalls die lebende Siedlung zurückholen. Es sieht ganz gut aus. Es ist leider nicht alles, was sie geschrieben haben, gefixt worden. Ja, ist so. Und warten wir es mal ab, ob da nochmal was nachkommt an Hotfix für den Hotfix. Ansonsten hoffe ich, war es informativ und ich hoffe, es hat auch bei euch, sage ich mal, den Spaß zurückgebracht, hier nochmal in euren Spielen die lebende Siedlung zu aktivieren und ein bisschen zu experimentieren und das Ganze hier mit Leben zu füllen, was ja eigentlich Sinn und Zweck war. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, Daumen nach oben, Kommentare und Abo. Ansonsten wäre es schön, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier bei Conan Exiles Age of Heroes. Kapitel 1 im Zeitalter der Helden. Kapitel 1. Bis dahin macht's gut. Tschüss zusammen, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye bye.